Okay. Falsche Waffe hier. Sie können Stürze aus fast jeder Höhe überleben. Fast. Echt, der Stream laggt? Also mein OBS zeigt mir grün. Und Framedrop sagt da eigentlich auch 0. Jetzt wieder? Na, mal gucken. Oh, Scheiße! Optimist. Ich bin drin. Dr. Carlyle leitet das Projekt zur Aerosolierung des Blutes für die Roten Speere. Ich sah die Resultate seiner Experimente. Es war grauenhaft. Keine Sorge, Doc. Ich stoppe ihn. So, nochmal schnell. Du bist sicher, dass es nie an deiner Internetleitung liegt? Das ist eine Rex-Code-Garantie. Mission: Dr. Carlyle eliminieren. Dr. Carlyle. So, hier sind irgendwelche Wissenschaftler drinne. So, hier haben wir noch eine Kiste, die nehmen wir mit. Willkommen, Sergeant Rex Power Cold. Zu ihrem letzten Tag auf Erden. Den Krakenmann freilassen! Befehl nicht ausführbar. Krakenmann ist in letzter Fertigstellungsphase. Du nutzloses Stück veralteter 8-Bit-Hardware! Stell ihn endlich fertig! So. Zack. Lautloser Kill. So muss das. So, können wir hier oben lang gehen. So, das ist schön. Hier wird es immer klischee-mäßiger, oder? Okay. Bestimmt irre ich mich. So, jetzt rennt er da hinten rum. Sehr schön. Ich wusste ja, das 15. Level, das zahlt sich aus. Achso, Moment. Ich bin ja durch, dann kann ich hier weitergehen. Türen, die von selbst aufgehen. Ich liebe 2007. 2007. Aber echt mal. Also wenn man sich so die hier Science-Fiction-Filme anguckt von früher. Ja? Eine Weste, geil. Was die so voraussagen, mit welcher Technik die sozusagen arbeiten, was,
was im Endeffekt heute auch schon teilweise gibt. Das ist die eine Sache, sozusagen, dass die Erfindungen vorausgesagt haben, die es mehr oder weniger so gibt. Und umgekehrt aber auch das Zeug vorausgesagt haben, die es nicht gibt. Dann ist das ziemlich geil. Bestes Beispiel, wenn man sich zum Beispiel Blade Runner anguckt, der Film, der ist 1982 rausgekommen, basiert auf einem Buch Träumen Androiden von elektrischen Schafen. Und das Buch im Original spielt irgendwann 1990, glaube ich. Ich glaube, 90 war die Zeit. Das Buch selber, das stammt irgendwo aus den 60er Jahren, 70er Jahren, keine Ahnung. Und das war sozusagen für das Buch sehr weit fortgeschritten. 90, da war sozusagen das plausibel, dass dieser Science-Fiction-Film sozusagen in so einer späten Zeit auch Wirklichkeit werden könnte. So. Lebensfeindliche Anzeichen entdeckt. Auf sie zu schießen bietet möglicherweise etwas Abwechslung. Oder es geht nach hinten los. Okay. Viel Glück. Der Film selber, der ja dann 82 rausgekommen ist, der wurde schon weiter datiert auf 2000 noch was. Ja, aber ist mittlerweile auch schon wieder passé. So, das könnte wirklich nach hinten losgehen. Ja, das bist du ja. Zack. Zack, tot. Okay, Moment, hier hinten muss da im nächsten Raum sicher. Ist noch mal ein Kaufautomat, ja, damit man noch mal sich komplett eindecken kann. Wir jetzt langsam ins Finale kommen. Sehr schön. Okay. Mal kurz aufklären. Nur noch drei Wochen, dann geht's nach Hause. So, ich mache mal per Takedown. Shuriken, zack, geh mal hin. Levelanstieg, so muss das. Das sollte dein Problem nicht mehr sein. Hä? Komisch. So, hier ist noch einer. Schieß ihm doch jemand ins Gesicht! So, fein. Irgendwo muss hier noch ein Alarm sein. Ich frage es noch wo. Ach hier! Sehr schön.
So, Zeit 48. Hä? Ah, einmal nach oben, bitte. So, wo bist du? Dr. Carlyle. Ist hier irgendwas Interessantes? Rex, ich habe Teilzugang zu Ihrem System. Ich werde die Türen für Sie öffnen. Na, mach zu, mach auf. Zack. Take down. Ich lege dich in dein Totenbett und decke dich mit 6 Fuß. Moment, ich kümmere mich um die Tür. Na, mach doch mal die Tür auf. Granaten haben wir schon. Ach, jetzt mach endlich die Tür auf. Wow. Noch Feuer ausmachen. So, falsche Waffe. Hier die. Hä? Da schießen die auf mich. Kümmere mich um die Tür. Zack. Zack. Uiuiui. Hehehe. Oh Mist. Geletsch. Missionsziel. Ausgang nehmen. Bei der Arbeit sterben, na so. Sehr schön. Supi. Mal kurz nachladen. Sehr gut. Guck. So, warte mal, hier ist noch ein Automaten. Den können wir nochmal nehmen, um mal aufzurüsten. Super. Und weiter geht's. Vorsicht, Sergeant Colt. Ein Fehlschuss und Sie lassen meine Geschöpfe frei. Die Rennzombies. Außer er schießt auf die Container und führt die Rennzombies zur Omega Force. Sie sind nicht sehr wählerisch. Warum hast du das jetzt gesagt? So, sehr schön. Missionsziel. Ausgang nehmen. Ausgang nehmen. Ich hab zuerst gesehen, dass wir okay.
Glauben Sie, mein Tod würde irgendwas ändern. Das Projekt läuft jetzt vollautomatisch. Sloan hat genug aerosoliertes Blut und Raketen, um die ganze Welt zu infizieren. Doc, Sloan hat alles, was er braucht, um diese Raketen abzufeuern. Ich komme mit einem Heli zu Ihnen. Komm mal hier, komm aus. Feuer. Warten Sie nur ab, bis mein Krankenmann funktioniert. Warum lacht ihr, Narren?